Gute Leute, willkommen zurück im LS22 auf der Ellegrad. Zwischen den Bayern im Tal, wunderbar. Ihr seht's, ich stehe gerade auf dem Rübefeld, Zucke Rübefeld, unserem Feld. Und habe schon mal angefangen, das runter zu beißen und abzuernten oder abernten zu lassen. Weil dieser, ja, roter Kopf hat nur 240 von meinem gemieteten Panther 2. Ja, die kleinste mögliche Selbstfahrmaschine, um sowas zu machen. Der macht das wunderbar, 30.000 Liter ja, Tankvolumen, nenne ich es mal. Ja, ich habe 2 Tage vorspulen müssen. Ihr seht es, oben November der 1. Ja, das ist, dass die endlich erntereif waren, von wegen Kraut entfernen und sowas. Und habe jetzt auch schon mal ein bisschen vorgeerntet, vorgearbeitet. Ich habe zwar geredet davon, von wegen, ja, ich mache nichts mehr offline, aber ey, der braucht da so lange dafür, ja. Und deswegen habe ich ein bisschen angefangen und man kann mit Sicherheit sagen, ne, ich habe ja erzählt, dass die Miete von dem Gerät plus Mähkopf oder Ernteeinheit, wie auch immer, um die 25.000 Euro sind, ja. Und wenn wir hier einen vollen Anhänger verkaufen, dann haben wir das Geld schon raus. Und ich habe schon, ja, nicht unbedingt dasselbe fast zwei verkauft, beziehungsweise einen vollen verkauft und den anderen noch ja, reingeschmissen, weil die besten Preise waren in Felsbrunn. Und da wisst ihr Bescheid, ne, das muss erst in den GLW oder GWL, GLW glaube ich, Bahnhof gekippt werden. Dann Zug mieten, kostet auch wieder Geld. Und dann den Zug nach Felsbrunn schicke und so weiter und so fort. Jetzt guck mal, ich glaube, ich habe hier noch was drinnen. Genau. Warten wir gleich nochmal, wenn der Roder wieder wendet, machen wir die Hütte gerade noch voll und dann fahren wir wieder zum Bahnhof. Achso, dann kann ich euch doch mal was zeigen. Ich habe den MF getauscht, ne? Weil hier muss ja jetzt auch noch gekalkt werden. Das sind wir unten im Infofeld. Und gepflügt auch. Das möchte ich erstmal kalken. Ja? Und dann den Kalk unterpflügen. Vielleicht besser so. Ich habe den 8S mir geliehen. Erstens, wie gesagt, zweimal Rüben verkauft, ein, zwei Mal. Dann haben wir, war ich auf der Bank. Also die Schulden, die wachsen ins Unermessliche. Ich muss unbedingt, jetzt muss es mal reichen. Jetzt müssen wir langsam zurückzahlen. Ne? MF 325, weil der hat tatsächlich 325 PS. Das fällt mir richtig gut. Also echt, ne? Das ist mal was anderes. Die Kabine ein bisschen weiter vorne. Hab schon den Eindruck. Also das ist ein richtig schöner Traktor. Gut Leistung, ne? 2,5 Tonnen Gewicht vorne dran gemacht. Radgewichte, weil der kleinere MF, den ich hatte, der ist von dem Hänger gesteuert worden und nicht umgekehrt, ne? Und die Blinker sind die Auberkrönung. Ich zeig's euch gerade mal. Yeah. Assi-Blinker. Ja. Voll die Brollblinker. Ich hoffe, ihr seht's oder könnt es sehen. LED und Gedönse. Ne? Alles cool. So, Beeilung. Der wendet gerade. Da müssen wir jetzt mit dem Fendt hin. Wenn man sonst nicht glaube, aber der MF hat mehr Power als hier unser 39. Noch. Ja, der 39 ist ja, ja, ich sag mal, das untere Ende der Fahnenstange in der Modellreihe. Der MF, der 8S, ist schon der am ja, meisten aufgepumpte. So, dann fahren wir mal hier unseren Panda abtanken. Ja, ist eh gleich wieder voll. Ich hätte es nicht gedacht, aber tatsächlich ist es so, dass die Rüben hier durchfallen. Guck, hier unten. Das liegt aber nicht am LS22, das wird wohl an dem Anhänger liegen. Entschuldigung. Es ist früh morgens und der Papa muss erst mal seinen Krempel abhusten. So. 30.000 Liter, nein, 39.000 Liter sogar. Dann fahren wir abladen oder abkippen. Ich hoffe, dass die Preise immer noch in Felsbrunn die höchsten sind. Ich bleibe jetzt extra mal in der Außenansicht, weil ich habe, als ich das letzte Mal, also zwischen den beiden Aufnahmen, das gespielt habe und hier angefangen habe, wollte ich in die Kabine switchen, hat funktioniert, kein Problem, aber halt, ja, gefühlt 10 Sekunden Standbild
Oh, ich sehe auch gerade, guck mal, unser Gewächshäuser. Da müssen wir was tun. Ich habe übrigens auch, weil halt, ne, neue Traktor oder andere Traktor, meinen Pickup verkauft. Es war vielleicht nicht so prickelnd, ne? So. Du willst abbiegen, hä? Jawohl. Dann macht das doch. Und hier auch, ne? Angefahren. Das letzte Mal, als ich offline war, geht die Schranke zu, ne? Ich habe gedacht, das reicht noch. Schlägt die Schranke zu und der Fendt mit Rübenanhänger fliegt mal gefühlte 60, 70 Meter hoch durch die Luft, dreht sich ein paar Mal und landet dann Gott sei Dank wieder auf den Achsen. Weil den starken Bauer, den es da als Mod gibt, den habe ich wieder, also ich habe ihn nicht rausgeschmissen, aber deaktiviert. Glaube ich jedenfalls, ja doch. Und ich habe den Tipp von euch gekriegt, dass es da demnächst was anderes gibt, was man dann ein- und ausschalten kann. So. Was ist das hier? Bauwatch. Mobile Baustellenüberwachung, ja. Die Überwachung, ne? Dass sie nur jeden überwachen können, dass er bei jedem Schritt und Tritt, bei jedem Furz, den er lässt. Ganz wichtig, ne? Sag ja, es ist schlimm. So. Ja, so läuft die Geschichte. Übrigens ist da auch mein Hund, oder unser, ja, der Ruby, der ist hier direkt auf der Straße, ist der letztes rumgelaufen. Das ist, ich könnte mir vorstellen, meine, es ist ja schön, wenn der frei rumläuft ein bisschen, ne? Aber nicht auf der Straße. Ich könnte mir vorstellen, dass es dasselbe Problem ist wie bei den Schweinen auch. Dass der irgendwann aus dem Bereich des Stalles sich verdünnisiert und rennt halt überall rum. Das könnte ich mir vorstellen. Ich bitte halt übrigens auch, wenn ich mal jetzt husten muss, die Stimme ein bisschen angeschlagen sich anhört. Wir haben 5.37 Uhr in der Früh. Ich bin ungefähr vor einer halben Stunde aufgestanden. Und entweder schlafe ich um die Zeit noch oder ich habe eine blöde Stimme. Deswegen, keine Sorge. Ist mir so eine ganz knappe Kiste hier. Weil Los Anhänger ist sehr hoch. Ne? Und da muss es schon ziemlich gut passen, dass die Rübenrode mir auch ein paar Rüben reinhaut. Ist zu nah oder zu weit weg? Ich kann es euch gar nicht sagen. Keine Ahnung. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, das müsste auf jeden Fall noch mal eine Rolle voll zum Bahnhof und dann noch ein Rest. Vielleicht kippe ich den Rest gerade ins Hofsilo, wenn es angenommen wird, heißt's. Weil wir irgendwann mal was anderes da machen wollten, dass wir Rüben haben. Ja, das ist immer noch drin, ne? Bitte zunächst den Motor starten, ey. Als ob man 2 Jahre alt wäre. Wobei, mit 2 Jahren könnte ich es nicht lesen. Ja, ich weiß es. Ohne Motorstart fährt das Ding nicht, dann brauche ich nicht da hinschreiben. So, aber. Ich werde jetzt mal hier anfangen, etwas Kalk rauszuschießen. Habe ich übrigens gehört, beim Sägewerk nebendran ist auch eine Kalkstation. War gar nicht so teuer, also das ganze Ding voll waren, glaube ich,
um die zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das ist echt cool. Kann ich mit leben. So, ich habe keine Ahnung, wie breit wir hier das Zeug streuen dürfen gleich. Ah, okay, das passt. Das passt soweit. Hatten die Krähen oder Raben, hatten die im 19. auch Sound? Ich glaube nicht, ne? Die sind einfach nur hochgeflogen, aber ohne Sound. Make some noise. Na alle, das funktioniert ja auch mit dem Kalk wunderbar, sehr schön. Na, hier ist jetzt ein bisschen dumm, weil es überschneidet, der Kerl. Ist nicht viel, kriegen wir hin. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich möchte euch jetzt nicht einfach hier stehen lassen, wie ich schon neben dem Traktor und warten, bis der Ruder wieder voll ist. Das macht man nicht. Das ist kein Anstand. Der Boden muss ja eigentlich ziemlich schlecht sein, sag ich mal. Wenn man den alle 2-3 Ernten kalken muss, ne? Ui, bla bla bla. So, Timer läuft. Ja, die Folge wird, ich sag es mal, ja. Vielleicht nicht ganz 20 Minuten, weil wie gesagt, es ist früh morgens und man muss sich ja auch irgendwann nochmal fertig machen für auf die Schaff. Gell? Auf die Arbeit. Ja, ich habe jetzt überlegt, soll ich es auf dem Acker umdrehen, aber das geht wohl nicht anders hier. Upsa. Ui, ui. %85, also das letzte Mal war das Feld Numero, was ist denn das? Drei. Also das hier, da, ne? Das große. Hat der Kalk gereicht? Aber ja, könnte hier auch reichen, ne? Das wäre schön. Halt. Wenn ich so weitermache, reicht er nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert, jetzt hier schon zu kalken. Weil einsehen können wir doch, wir können noch was einsehen. Das muss man gerade mal gucken, gleich mal gucken. Ich weiß, das nervt. So, was darf man denn einsehen noch? Wir haben November, gar nichts mehr. Ne, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ja, also gut, können wir halt Acker vorbereiten, aber einsehen ist nichts mehr. Das ist nicht mehr erlaubt. So, mittlerweile dürfte wieder der Roder so voll sein, dass wir wieder den Anhänger voll kriegen. Ja, ich sehe schon wieder einen großen Berg Rüben. Also bei denen, gut, hauptsächlich sind es ja die dummen Nachrichten schon die ganze Zeit, aber dann kommt das wieder noch dazu. Ja, das ist bei uns schon, keine Ahnung, tagelang bewölkt, ne? Pro Tag vielleicht nur eine halbe Stunde, wo die Sonne sich blicken lässt. Jetzt ist heute auch noch ein bisschen so böig, Sturm, also Windböe. Das sollst du morgen nicht, keine Ahnung, nicht scheiße drauf kommen, ey. Gut, fürs Wetter kann man Gott sei Dank noch nichts, glaube ich. Aber den Rest, den bräuchte ich dann nicht, ne? So, ah ja. Das reicht, um meinen Anhänger voll zu bekommen, würde ich behaupten.
Also muss ich echt sagen, die Helfer hier, die funktionieren echt gut. Ja. Das ist richtig gut gemacht. Also man vermisst eigentlich noch nicht so viel von den Skripten. Ja. Weil, soweit ich das weiß, ich habe es noch nicht ausprobiert, müssen wir mal gucken, kann ich ja auch den Helfer irgendwo hinschicken, dass der ablädt und wieder herkommt, glaube ich. Ne? Und dann zumindest abladen, ich weiß nicht genau. Und das ist ja schon mal mega praktisch. Ne? Mega geil. So. Ich glaube, dann schicke ich... Was haben wir jetzt noch auf dem Acker? Ja, ich denke, das lasse ich so. Ich habe die Ladung, also die letzten beiden oder drei Ladungen sind es, glaube ich, insgesamt. Die schicke ich jetzt weg. Da mieten wir uns jetzt mal einen Zug. Und den Rest der Rüben fahre ich ins Hofsilo. Ich hoffe, dass es angenommen wird. Jo. Kohletechnisch müssen wir dann gucken, dass es reicht, weil viel kaufen dürfen wir nicht. Weil in der nächsten Zeit haben wir keine Ernteeinnahmen mehr dann. Muss man so gut haushalten. Und eventuell dann für befreundete Landwirte oder wie auch immer vielleicht ein paar Arbeiten annehmen von Düngen oder Grubbern oder Pflügen oder sowas. Können wir ja machen. Wir haben ja jedes Werkzeug. Und da können wir auch ein bisschen als ja, Unterstützung, Lohne, wie auch immer, fungieren. So, dann könnte ich jetzt eigentlich per Helfer zum Feld zurückschicken. Und dann laufen wir gerade vor und mieten uns einen Zug. Weil bis der da ist, dauert das auch noch ein bisschen. Lili. Wir wollen hier hin. Er fährt gut. So. Gemieteten Zug zurückgeben. Zug fährt in Kürze an, wird in Kürze ankommen. 2,3 Kilometer entfernt. 2,2. Ja, das dauert ein bisschen. Also das letzte Mal kam er von der Seite. Ich glaube, das letzte Mal kommt er auch von der Seite. Oh. Das macht mein Fan, er ist ein bisschen langsam. Ja, immer schön aufpassen auf den Verkehr, ne? Ist wichtig. Ganz wichtig. Ja. So. Ich trinke gerade mal was, es dauert halt noch ein bisschen. So, mal gucken, wo er ist jetzt. Was? Das waren doch eben 2,2 Kilometer, jetzt ist er bei 7,5. Eieieiei. Oh Mann, das dauert. Ach ja. Ja, das ist ein bisschen lang. Ich würde sagen, dann... machen wir die Zug- und Verkaufsaktion in der nächsten Folge. Sonst wird mir das zu lang hier. 7 Kilometer, das dauert noch ein bisschen. Und ich sage mal ganz lieb und freundlich, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Oh, halt, Leute, Entschuldigung. Zu früh gefreut. Da ist ein Zug. Der fährt jetzt durch, der ist ziemlich schnell, ne? Ja, bremst ab, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. So, dann fahren wir ein bisschen zurück. Ja, ja, ja. Motor starten, ich weiß es. So, Befüllung starten mit Rüben. Und zwar Zuckerrüben.
117.000 Liter, uiuiui. Hoffentlich passt das alles da rein. Ja, von der Prozentzahl, ja, das passt. Dort passt da rein. Das Überladen ist ja ziemlich schnell, Gott sei Dank. So. Und jetzt, man, ihr werdet es alle wissen, fahren wir einfach mal ballertechnisch volle Möhre ans, über das Kartenende hinaus. Und dann werde ich gefragt, ob er nach Felsbrunn fahren soll. Sag ich ja. Und ob er dort in Felsbrunn die Rüben verkaufen soll. Das sage ich auch natürlich. Der Zug hat schon 16,4 Stunden drauf. Da kann man normalerweise dran sehen, dass wir schon 16,4 Stunden auf der Map sind. Denke ich mal, ne? So. Verabschiede ich habe ich mich schon. Wie gesagt, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, dass ihr es mitkriegt, wann was los ist. Und dann vielen Dank. Wir verkaufen jetzt noch schnell. Und dann, genau. Ja, möchte ich. Achtung, gibt 57.000 Euro. Bis er wie in die hohe Hand gekackt. So, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.